Sie kennen den Satz von Konrad Adenauer, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Und genau das ist das Motto der Aktienmärkte heute am Montag. Oh, Wirtschaftseinbruch durch Delta-Variante möglich. Unsere ganzen Perspektiven, die scheinen irgendwie den Jordan runterzugehen, wenn wir das Problem mit Corona doch nicht in den Griff kriegen. Heute, who cares? Und das, obwohl eigentlich heute mehr Anlass bestünde als gestern, sich darüber Sorgen zu machen. Aber das ist eben das Spiel, möglicherweise ein Algo-Spiel, möglicherweise Eindeckungen von zuletzt doch stark angestiegenen Put-Optionen, dazu gleich mehr. Aber das Erstaunliche ist, die Aktienmärkte feiern die Party alleine, Anleihemärkte und Dollar feiern nicht mit. Man müsste eigentlich denken, ja, wenn diese Konjunktursorgen jetzt sich verflüchtigen, dann steigen die Anleiherenditen wieder, dann wird der Dollar schwächer, aber das ist nicht der Fall. Der Dollar ist etwas stärker geworden und die Anleiherenditen sind zwischenzeitlich sogar auf neue Zwischentiefs gefallen, haben sich dann ein bisschen derappelt. Aber jedenfalls ist da von dieser Party, von diesem Optimismus zunächst mal nichts zu sehen. Schauen wir uns die Dinge im Kontext an, meine Damen und Herren. Hier sehen wir, der Dow Jones gestern knapp über 2% verloren, jetzt 1,8% gewonnen. Der Nasdaq kann über 1% zulegen, der hatte gestern auch weniger verloren. Und wir sehen der WIX mit fast 12% im Minus, wieder unter der 20er-Marke. Also diese Sorgen, die sind ein bisschen weg, könnte man sagen, oder nur temporär weg. Wir werden sehen. Jedenfalls, gestern war der eine Tag, heute ist der andere Tag. Die Algos scheinen im Kreis zu springen und möglicherweise hat es da einfach, wie ich gleich zeige, ein paar auf den falschen Fuß erwischt. Aber es ist schon erstaunlich, wie Stalingrad und Pursky hier beschreibt. Die Delta-Variante gestern wurde sie eingepreist, nachdem es ziemlich lange gedauert hat, bis man das zur Kenntnis genommen hat, dass die Lage sich in einigen Ländern doch deutlich verschlechtert. Und jetzt ist sie in 24 Stunden wieder komplett ausgepreist worden. Im Prinzip haben die Indizes, den Nasdaq so noch mehr, aber Dow Jones und S&P ungefähr das gut gemacht, was man gestern verloren hat. Und das, obwohl heute die Meldung kam, dass ein enger Mitarbeiter von Nancy Pelosi, der zweifach geimpft war, positiv getestet wurde. Also da wäre man gestern wahrscheinlich mit so einer Nachricht noch, ja, kollabiert geradezu, hätte man gesagt, oh Gott, die Welt geht unter, heute spielt es gar keine Rolle, das zeigt so dieses launische Denken an den Märkten. Die Frage, woher kommt das? Hier sehen wir nochmal die Anleiherenditen heute. Die zweijährige deutsche Staatsanleihe hat heute den tiefsten Fall bei der Rendite seit Mai 2020, also seit über einem Jahr zwischenzeitlich verzeichnet. Und ist da auf deutlich niedrige Niveaus gefallen. Die 10-jährige US-Staatsanleihe ist zwischenzeitlich auf 1,15% gefallen, tiefster Stand seit Februar. Und die 5-jährige Anleihe Italiens ist das erste Mal seit April wieder negativ geworden, was ja Sinn macht, gell, die Italiener Mustakt haben in Sachen Schulden, dass man da denen noch Geld zahlt, wenn man denen Geld leiht. Das ist klar, ne? Für mich ist das eine logische Sache, ne? Aber Schwamm drüber. Wir wollen uns mal anschauen, wie die Dinge hier vielleicht noch im Kontext zu sehen sind. Goldman Sachs kam heute Morgen raus mit einem Text, mit einer Empfehlung und man hat gesagt, ja, normalerweise muss man ja den Dip kaufen, also den Rücksetzer kaufen. Aber es gibt 10 Gründe, so haben sie gesagt, warum es diesmal anders ist. Der wichtigste vielleicht, dass wir jetzt in der Blackout Period sind, also die amerikanischen Unternehmen ihre eigenen Aktien nicht zurückkaufen können in dieser Zeit, weil sie eben dann die Zahlen vorlegen, da gibt es eine Sperrfrist und da fällt natürlich ein Treiber auch weg. So Goldman Sachs, ganz klar, auch die sich verschlechternden Nachrichten in Sachen Corona war einer der wichtigen Punkte, aber auf jeden Fall Goldman Sachs, Bearish, das war eine gute Empfehlung heute, wie wir wissen, dagegen JP Morgan, die haben gesagt, Mensch, dieses ganze Reopening, das ist ein Prozess, diese Wirtschaftsöffnung, das dauert, da gibt es mal ein bisschen Rückschläge. Aber wir erhöhen jetzt mal unser Jahresendziel für den S&P 500, für das Jahr 2021 von 4.400 auf 4.600 Punkte, also JP Morgan ist bullish, Goldman Sachs ist derzeit bearish und das ist vielleicht der Grund, den Sie hier sehen. Wir haben am letzten Freitag, also vor dem Wochenende, einen massiven Anstieg von Put-Optionen gesehen in Relation zu Call-Optionen, lange ja Puts nicht gerade gesucht, weil keiner sich gedacht hat, wir müssen uns absichern, aber da die Saisonalität in der zweiten Julihälfte oft nicht so gut ist, da man damit rechnete, dass möglicherweise dann im Gefolge des kleinen Verfalls, den wir am Freitag gesehen hatten, hier die Dinge ein bisschen schwieriger werden, hat man hier Put
Optionen sich ins Depot gelegt und die kamen heute wahrscheinlich unter Druck. Diese Absicherung hat man dann wieder auflösen müssen. Das wäre zumindest ein Grund, warum es heute nach oben geht. Wir sehen, dass in den letzten Tagen, Wochen, ja Monaten sogar ein Trend klar ist. Die Werte, die Aktien, die Unternehmen, die wenig Marge generieren können, die also keine Preissetzungsmacht haben, die laufen schlechter seit März als eben jene Firmen, die genau diese Preissetzungsmacht haben. Also man sorgt sich um die Marge. Wir haben ja die Erzeugerpreise gesehen, die deutlich höher sind als die Verbraucherpreise. Das wird jetzt auch in der laufenden Berichtssaison ein großes Thema. Und ja, diese gestiegenen Inputkosten bei den Unternehmen, hier sehen wir mal eine Grafik zu den ISM, Einkaufsmanagerpreisen, die ja extrem hoch sind und dem ISM selbst, also dem Gesamtindex. Normalerweise, wenn die Preise so hoch sind, dann gibt es da Rückschläge, dann wird sich die Konjunktur abkühlen, eben weil die Preise so hoch sind, weil das letztendlich dann die Wirtschaft drückt. Insgesamt, wenn man sich die Aktienmärkte in den USA mal anschaut, haben wir jetzt ein neues Allzeithoch erreicht in Relation der US-Aktienmärkte zum Rest der Welt. Das ist sichtbar etwa im Spider, der den S&P 500 abbildet, 297% gestiegen in den letzten 10 Jahren. Dagegen die globalen Aktien nur um 66% gestiegen. Also da sind die Amerikaner mal wieder voraus. Heute Abend dann die Zahlen von Netflix. Wir sehen in diesem Chart hier unten, dass die Aktie schlechter gelaufen ist als der Nasdaq zuletzt, eben aufgrund dieser Reopening-Story. Die Leute sitzen nicht den ganzen Tag zu Hause und wollen Netflix gucken. Man hat bei dem letzten Earnings-Call von Netflix schon die Prognosen ein bisschen vorsichtig gehalten, was das Nutzerwachstum betrifft, also die neuen Abonnenten. 22 Uhr werden die Zahlen kommen. Wir berichten bei finanzmarktwelt.de, meine Damen und Herren. Und am Donnerstag, ich werde nicht müde, darauf hinzuweisen, 18.30 Uhr, der Crash kommt er nie, mit einem Gespräch, unter anderem nicht nur, aber mit einem Gespräch mit Marc Friedrich, den Sie vermutlich kennen. Und abschließend noch ein Hinweis auf einen Artikel, der in den nächsten Tagen relevant werden dürfte, nämlich die Amerikaner, die USA stoßen jetzt wieder an ihre Schuldenobergrenze, die wurde ja von Donald Trump in Verhandlungen mit den Demokraten für 2 Jahre ausgesetzt. Diese 2-Jahresfrist endet jetzt am 31. Juli und dann muss in Windeseile, nämlich bis spätestens 6. August, muss da eine Lösung gefunden werden, sonst haben wir wieder den Government Shutdown. Und diesen Artikel, meine Damen und Herren, den verlinke ich wieder unter dem Video. Lesen, er ist gut, er lohnt sich, er wird Sie aufklären, dann wissen Sie Bescheid. Ich sage jetzt einen wunderschönen Feierabend. Servus und ciao.